Wieso waren sie nicht weg? Oh mein Gott. Castillo! Castillo! Was ist da los? Wir müssen sie da rausholen. Kommen Sie! Ja, hallo, Vermittlung? Dies ist ein Notfall. Ich bin gerade auf der Lakeview Road gefahren, da habe ich eine Explosion gehört. Mein Name ist völlig unwichtig. Es gab da eine Explosion. Ich weiß nicht, wo Mark ist. Wir müssen ihn rausholen, bevor alles in die Luft fliegt. Verdammt, das Dach wird gleich einstürzen. Sie müssen am Sicherungskasten den Strom abschalten. Ich werde Eden rausholen. Lassen Sie mich erst den Strom abschalten. Tun Sie das. Das Dach kommt gleich runter. Eden! 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 Oh mein Gott. Liebling, ich bin's. Nick, es dauert nicht lange. Kannst du nicht noch warten? Nein, ich fahre lieber gleich nach Hause. Ich habe noch ein paar Negative, die ich mir leider noch nicht ansehen konnte. Ich muss sie noch entwickeln, deshalb treffen wir uns zu Hause, ja? Ist gut, wenn es dir so lieber ist.
Hat Mr. Jenkins angerufen wegen deines Buches? Nein, er hat nicht angerufen. Vielleicht ist etwas dazwischen gekommen, sonst ruft er doch immer sofort zurück. Der Mann ist sicher sehr beschäftigt. Bitte mach dir deshalb keine Sorgen. Na gut, aber falls er anruft, möchte ich mit ihm sprechen. Ich möchte wieder für ihn arbeiten und helfen, dein Buch zu veröffentlichen. Es wäre ein Vorteil, wenn ich... Bestimmt, aber ich glaube nicht, dass du wieder zu Jenkins zurückgehen musst. Du kriegst woanders ein besseres Angebot. Lass uns später darüber reden, ja? Wieso amüsierst du dich da drin nicht weiter mit den anderen, Kelly? Du bleibst wirklich nicht? Du willst doch nicht, dass aus mir ein Spieler wird, oder? Ja, du bist wohl besser in der Dunkelkammer aufgehoben. Gut, es dauert nicht lange. Bis nachher. Bis nachher. Rick, ich weiß, wie du dir vorkommen musst, nachdem was passiert ist. Und ich weiß auch, wie dir das Ganze zugesetzt hat. Ich glaube, du solltest sie an deinen Gefühlen teilhaben lassen. Ted und Kelly waren ehrlich zu dir. Nun sei auch ehrlich zu ihnen, Rick. Ich verrate kein Geheimnis, wenn ich euch sage, dass ich etwas ärgerlich bin. Naja, das ist ja auch kein Wunder. Meine Meinung zu dem, was passiert ist, ist gar nicht mal so furchtbar wichtig. Was mich dabei ärgert, ist die Meinung der anderen. Ich meine, sofort denkt doch jeder, ich habe nichts anderes im Sinn, als dass ich meine Hand an euer Familienvermögen lege. Oh, Brick, ich kenne dich besser, keine Sorge. Dann frag mal Warren, er glaubt, ich bin hinter seinem Geld her. Und bei euch glaubt man, ich will nur das Capwell-Geld. Und dann habt ihr auch noch Erwartungen ganz anderer Art. Ihr wollt von mir, dass ich mich sofort wie ein Familienmitglied fühle. Tut mir leid, das geht nicht so einfach. Mir geht's genauso wie dir. Ich meine, Amy ist meine Schwägerin und das bedeutet, dass wir zwei auch verschwägert sind. Und Amy und ich verstehen uns gut. Ja. Aber wisst ihr, was mich bedrückt? Das ist, dass Katie Wallace und Glenn Wallace, dass deren richtiger Sohn tot ist. Glaub mir, Brick, das ist für uns auch sehr schlimm. Ja, ja, aber für euch bedeutet es nicht dasselbe, verstehst du? Aber... Seht doch, es hätte mich treffen können. Nein, es hätte mich treffen sollen. Ihr habt doch überhaupt keine Ahnung, wie mich das belastet, zu wissen, dass mein ganzes Leben auf einer unglaublichen Lüge beruht. Aber wir haben uns auch mit vielen Dingen abfinden müssen. Wir haben einen Bruder verloren. Wir haben mit Channing einen Bruder verloren, Kelly, Eden und ich ebenso. Ich weiß ja. Ted, für dich ist es dein Bruder gewesen. Du bist mit ihm aufgewachsen, nicht mit mir. Ihr wolltet, dass ich ehrlich zu euch bin. Ich muss euch sagen, ich fühle mich nicht wie euer Bruder. Ich weiß sehr gut, dass du dich nicht so fühlen kannst. Und niemand von uns erwartet das von dir. Nur nach einiger Zeit, wenn wir uns aneinander gewöhnt haben, dann... Ted, bei dir hört es sich ganz einfach an. Und ich verstehe, was du sagen willst. Und ich finde es sehr schön, nur ich... Ich empfinde es nicht. Hallo, ihr Lieben. Hallo. Hallo, Schatz. Hallo, Brick. Na, großartig. Jetzt, wo wir vollzählig sind, können wir ja eine große Party feiern. Du hast mir nichts davon gesagt, dass Brick, sie auch kommt. Ich bitte dich. Was hatte denn Könnt Kelly? Ihr mir verraten, was ihr eigentlich von mir wollt? Könnt ihr denn nicht begreifen, dass ich jetzt mein eigenes Leben führe? Ein Leben mit meiner eigenen Familie. Ich liebe Amy und Johnny und ebenso meine Eltern, die Wallaces. Sie haben wieder zueinander gefunden und verstehen sich. Darüber freue ich mich. Ich bin glücklich. Versteht doch, ich möchte nicht, dass sich das ändert. Hätte Minx mich nur nicht nach Santa Barbara geholt. Dann hätten wir uns nie getroffen. Nein, nein. So habe ich das doch nicht gemeint. Ich werde einen Sohn bekommen, Liebling. Und ich werde ihn nach dir nennen. Channing. Channing Capwell. Du bist zu Hause? Schön. Die Spinne in ihrem Netz. Was willst du, Mason? Von mir aus dränge dich in mein Leben, Dad. Aber halte dich zurück, wenn es um Mary geht. Was meinst du damit? Ich weiß, du steckst dahinter. Es trägt deine Handschrift. Hinter was? Du hast doch diese Art Flitterwochen von Mary und Mark angezettelt. Du hast sie in deine Hütte nach Los Padres geschickt. Ich habe ihr erlaubt, die Hütte zu benutzen, aber nicht gesagt, wie. Ach komm, Dad, wir beide wissen doch, was du vorhast. Um mich zu bestrafen, versuchst du, die beiden zusammenzubringen. Ich verstehe nicht, was Mary dich angeht. Offensichtlich will sie mit dir nichts mehr zu tun haben. Ich weiß, deine Vorstellungskraft reicht dafür nicht aus. Aber mir liegt sehr viel an Mary. Was auch immer sie von mir hält, ich werde nicht zusehen, wie du sie benutzt.
Sei nur nicht so selbstgerecht. Kümmere dich um deine eigene Moral. Du hast doch das Buch der Unmoral geschrieben, denn ich habe mir lediglich erlaubt, eine Seite daraus zu zitieren. Mary ist alt genug, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Und soweit ich das beurteilen kann, hat sie einen gesunden Menschenverstand. Sie kommt gerade aus dem Kloster. Sie ist sehr empfindlich. Wenn sie an den falschen Mann gerät, könnte sie das sehr verletzen. Oh, da können wir aber von Glück reden, dass sie nicht mehr länger mit dir zusammen ist. Offenbar ist dir jedes Mittel recht, wenn du mich nur verletzen kannst. Sogar wenn du Mary dafür opfern müsstest. Da überschätzt du mich, Mason. Dafür interessierst du mich einfach zu wenig. Und dafür wirst du bezahlen, Dad. Chris! Chris, sind Sie in Ordnung? Ich bin abgelehnt. Okay. Oh, mein Gott. Chris, ich habe Mark gefunden. Ich kriege ihn nicht frei. Ich weiß nicht, ob er noch lebt. Gut, warten Sie. Ich glaube, mein Bein ist eingeklemmt. Wir müssen das hier wegrollen. Bein hier rauskriegen. Haben Sie den Hauptschalter gefunden? Nein, habe ich nicht. Ich habe Mark gefunden. Der Stecker ist rausgerissen. Ich glaube, er ist rausgerissen, als das Dach runterkam. Okay. Chris, ich kann Mark nicht rauskriegen. Ich habe Angst. Ich weiß nicht, ob er... Jetzt helfen Sie mir erstmal, hier rauszukommen. Hier. Der Balken da. Ziehen Sie ihn rüber. Ja. Sehr gut. Gut so. Ja. Wir holen erst Eden raus und dann kümmern wir uns um Mark, ja? Gehen Sie zum Wagen. Wenn das Telefon funktioniert, dann holen Sie Hilfe und zwar sofort. Ja, gut. Haben Sie einen Verbandskasten? Ja, habe ich. Er ist in meinem Kofferraum. Gut. Funktioniert das Telefon? Nein, es hat nur gerauscht. Wahrscheinlich sind wir zu weit weg. Chris, helfen Sie mir. Ich glaube, er lebt noch. Gut, kümmern Sie sich um ihn. Ich hole ihn da raus. Oh mein Gott. Mary, einer von uns muss Hilfe holen. Ich weiß nicht mal, wo sich die nächste Hütte befindet. Ein paar Meilen weiter habe ich ein Telefon gesehen. Also gut. Hier bleiben kann ich nicht. Ach so. Darf ich fragen, ob das Familientreffen verlegt wurde? Rick, ich glaube, du verstehst nicht, was wir hier die ganze Zeit versuchen. Im Gegenteil. Ich glaube, ich verstehe sehr gut. Ihr wollt Channing wieder auferstehen lassen. Rick, da irrst du. Ihr wollt ihn haben, aber ihr kriegt ihn trotzdem nicht. Ich kann ihn für euch nicht spielen, selbst wenn ich es wollte. Und ich will es nicht. Ihr zwei glaubt, ihr könnt alles haben, wann immer ihr wollt. Und wenn es ein neuer Bruder ist. Rick, bitte. Nein, es ist doch so. Jetzt, wo ihr ihn haben wollt, da erwartet ihr, dass ich meine Vergangenheit aufgeben soll? Rick, gib uns eine Chance. Wir wollen dich kennenlernen. Du bist doch mein Sohn. Das sind dein Bruder und deine Schwester. Was dir passiert ist, was Minx Lockridge getan hat, war wirklich unverzeihlich, aber wir können das jetzt nicht mehr ändern. Alles, was wir wollen, ist dir die Hand auszustrecken und zu sagen, wir sind deine Familie. Wir sind für dich da, wenn du möchtest.
Nehmen Sie das andere Ende und heben Sie mit an, ja? Wir sagen 23. Vorsicht. Wir haben einen Einsatz wegen einer Propangasexplosion. Zwei Personen sind in kritischem Zustand. Wir sind gerade dabei, einen Schwerverletzten zu befreien. Wir bitten alle für die Notaufnahme bereitzuhalten. Es ist ein Wunder. Anscheinend ist nichts gebrochen. Oh. Nein, nein, nein. Sie dürfen sich nicht bewegen. Vielleicht haben Sie innere Verletzungen. Ich verstehe nicht. Was ist passiert? Mark ist rausgegangen und wollte den Propangastank öffnen. Und irgendwas muss nicht in Ordnung gewesen sein. Ich weiß auch nicht. Mark ist der Einzige, der uns was sagen kann. Wir werden gleich den Unfall noch verlassen. Halten Sie sich bitte bereit. Aber Mark, nein, nicht bewegen, liegen bleiben. Wir haben ihn, wir haben ihn. Wir müssen so schnell wie möglich seinen Kreislauf stabilisieren. Sein Puls ist sehr schwach. Er wird Blut brauchen. Er hat die Gruppe 0 positiv. Gut, ich werde es der Zentrale durchgeben. Wo ist das nächste Krankenhaus? Ungefähr 10 Meilen entfernt. Aber die nächste Intensivstation ist in Santa Barbara. Gut, dann fahren Sie nach Santa Barbara. Du hast es geschafft. Du wirst hier heil rauskommen, Baby. Du hast mich gerettet. So ruhig nicht sprechen. Die zweite Ambulanz ist unterwegs. Sollen wir Mr. Köpferl anrufen, wenn wir bei einem Telefon sind? Ja, so schnell wie möglich, ja. Sonst noch jemanden? Meinen Mann, Mr. Cranston. In Ordnung. Der neue Stoff ist sogar noch besser. Ich bin ganz sicher, dass er Sie beeindrucken. Nick, die Firma hat entschieden, in diesem Quartal keine neuen Projekte mehr anzufangen. Glauben Sie mir, Sie verpassen da eine einmalige Gelegenheit. Das wäre nicht das erste Mal. So ist das Verlagsgeschäft. Entschuldigen Sie, aber ich habe im Augenblick sehr viel zu tun. Moment, Moment, warten Sie. Vielleicht können Sie mir einen anderen Verleger vorschlagen. Ich stecke in Schwierigkeiten. Ich weiß, Sie haben eine Option auf dieses Projekt, aber ich muss auch etwas verdienen. Ich glaube, ich habe Ihnen davon erzählt, dass meine Junggesellentage endgültig gezählt sind. Deswegen könnte ich gerade jetzt ein paar Tantiemen für meine Flitterwochen gebrauchen. Tut mir leid, aber mir sind die Hände gebunden. Rufen Sie mich in ein, zwei Monaten wieder an. Rob, aber ich... Daddy! Hallo, Kelly. Dad? Hallo, Dad. Kann ich dich einen Moment sprechen? Natürlich, mein Schatz. Ich weiß, das kommt etwas plötzlich, aber ich möchte, dass du jemand anderen für die Leitung des Casinos suchst. Kelly, dieses Thema hatten ja, wir schon. Ja, ich weiß, und deshalb habe ich auch nicht aufgehört, aber ich möchte einfach nicht mehr. Wieso? Was ist passiert? Nichts Bestimmtes, es ist nur... Nur, dass Dylan dort ist, habe ich recht? Richtig. Aber nicht, weil ich noch etwas für ihn empfinde. Ich weiß, was ich tue, und ich möchte mit Nick zusammen sein. Was dann? Mir gefällt die Arbeit mit Dylan nicht. Ja, weil es meine Beziehung zu Nick belastet und das können wir im Moment überhaupt nicht gebrauchen. Kelly, eine Käpfel läuft nicht davon. Dad, ich laufe nicht davon. Ich mache nur das, was ich für das Beste halte. Für Nick? Und für mich und auch für das Casino. Dylan und ich arbeiten nicht gut zusammen. Aber mit dem Casino hast du viel Geld verdient. Was du als Teilzeitverlegerin verdienst, wird dir zum Leben kaum reichen. Hast du darüber nachgedacht? Ja, darüber habe ich nachgedacht. Und ist dir dabei auch klar geworden, dass dein Fotograf möglicherweise die Differenz nicht aufbringen kann? Denn als freier Mitarbeiter trägt man ein sehr großes Risiko. Dad, mach bitte nicht den Fehler wie bei Joe und mir. Ich möchte nicht, dass sich das wiederholt, weißt du. Also gut, Kelly. Ich suche jemanden für dich. In 2 Monaten. So lange? Nein, eine Woche. Eine Woche, ich Kelly? Ich möchte mit dem Casino nichts mehr zu tun haben, ehrlich nicht. Also gut, dann in einer Woche. Du bist wirklich eine Capwell, das sage ich dir. Oh, danke, ich wusste, dass du mich verstehst, Daddy. Ab und zu jedenfalls. Kirk, dich wollte ich gerade sprechen. Ja, Sissi? Kelly und ich haben uns gerade über etwas unterhalten, was dich betrifft. Mich? Ja, ich nehme dir einige Büroarbeiten ab und dafür übernimmst du Kellys Verantwortung für das Casino. Sie wird dir genau erklären, worauf du dabei zu achten hast. Und sie wird dich da einführen. Ich verstehe. Ich werde alles tun, um dir zu helfen. Genau das habe ich erwartet. Danke. Und wann soll ich mich dort einfinden? Wir treffen uns morgen früh, Kirk. Das passt mir gut. Schön, ich rufe dich an. Danke, Dad. Kirk, hast du Eden gesehen? Was? Ob du Eden gesehen hast, anscheinend weiß niemand, wo sie ist. Nein, das habe ich nicht.
Eigentlich habe ich selbst gehofft, dass jemand weiß, wo sie sich befindet. Mag nicht einschlafen. Ist gut. Mary. Ja. Weißt du, der Ring? Der Ring? Hörst du, der Ring? Er ist in meiner Jacke. Findest du ihn? Schon gut, ja, ja. Gleich. Hier ist er. Schon gut, Mark. In Ordnung. Ist gut. Ich hab ihn. Steck ihn auf. Tu es für mich. Meinst du die? Ich dachte mir, dass sie wichtig für dich sind, so wie du dich in der Hütte benommen hast. Und deshalb habe ich sie für dich aufbewahrt. Eben, ich habe sie nicht gelesen. Ich weiß, dass sie privat sind. Es ist eine Menge zu lesen, aber wenn du das Wichtigste bis zu unserem Treffen schaffst, reicht das schon. Kein Problem. Gut. Was ist das? Hast du dich etwa geschnitten? Ach, das ist nichts, Sissi. Wie ist das passiert? Ach, ein ganz dummer Zufall. Es hat sich eine Chromleiste an meinem Wagen verbogen und ich wollte sie wieder richten. Es muss wohl beim Einparken passiert sein. Sie hing und runter. Da hast du dich geschnitten. Naja, habe ich wohl nicht aufgepasst. Hey, lass es doch klingeln. Ich bitte dich, bleib ganz ruhig. Das macht schon jemand. Setz dich. Alles in Ordnung? Fehlt dir was? Nein, gar nichts. Es geht mir gut, Sissi. Irgendwas stimmt doch nicht. Was ist mit dir los? Hat es mit Eden zu tun? Eden? Nein, Eden ist kein Problem. Nein, ganz bestimmt nicht, Sissi. Sie ist mir das Wichtigste im Leben. Du bist der richtige Mann für sie. Dad, Telefon für dich. Danke, Ted. Ja? Ja, hier ist Sissi Capwell. Was? Ja. Ich komme so schnell ich kann. Es gab eine Explosion in der Hütte in Los Padres. Die Rettungsmannschaft hat angerufen. Warte, wurde jemand verletzt? Was ist mit Mark und Mary? Sind sie verletzt worden? Ich weiß nicht. Ich fahre gleich rüber ins Krankenhaus. Sissi, warte, ich fahre dich hin. Nein, du bleibst hier, Kirk. Aber wieso? Tu, was ich dir sage, ich möchte, dass du hier bleibst. T-
Ted, ich brauche das Telefon. Gleich, ich rufe nur Mason an. Nicht jetzt! Ich brauche das Telefon! Ja, hallo? Ja, Schwester, geben Sie mir die Notaufnahme, bitte. Mach schon. Hallo? Sagen Sie bitte, ist ein Krankenwagen mit Verletzten vom Los Padres Nationalpark eingetroffen? Nein, aber Sie haben uns schon angefunkt. Wir erwarten hier jeden Augenblick zwei Krankenwagen mit vier verletzten Personen. Ja, und können Sie mir etwas über Ihren Zustand sagen? Nein, bislang leider noch nicht. Es tut mir leid, Sir. Ich muss jetzt auflegen. Ach, ich verstehe, aber ich würde gerne Ihren Namen wissen. Können Sie mir nicht mehr darüber sagen, wer Sie sind? Ich danke Ihnen. Was ist denn los? Sag schon. Also, das kann ich nicht verstehen. Eden wurde auch verletzt. Eden und Cruz Castillo, hat jedenfalls die Schwester gesagt. Hallo? Nein, ich glaube nicht. Kann ich etwas ausrichten? Aha. Gut, ich werde es ihm ausrichten. Auf Wiederhören. Hat das Telefon geklingelt? Ja, hat es. Jemand vom Franklin Portrait Studio, der dich zurückgerufen hat. Du könntest mit deiner Arbeitsprobe morgen um 9 da sein. Gut, sehr schön, danke. Und wie lief's so im Casino? Nick, ich weiß, du hast diese Arbeit. Wieso hast du dort angerufen? Nur um mein Einkommen aufzubessern, nichts weiter. Doch, natürlich. Niemand mit deinem Ruf hat es nötig, mit seinem Buch zu diesen Leuten zu laufen. Ich verstehe das nicht. Hey, komm schon, nicht so eilig, bitte. Nick! Hör mal, wenn du nicht so verdammt gut aussehen würdest, würde ich mir einen Anrufbeantworter zulegen. Hey, komm schon. Wer weiß, wie viele Anrufe schon unterschlagen worden sind von einer Kelly Capwell. Du willst damit sagen, dass es dir eigentlich gefällt. Wie hast du das gemerkt? Du hast recht, ich habe sie alle unterschlagen. Hm. Wirst du mich jetzt dafür bestrafen? Nein. Ich werde mich anziehen. Sonst wirst du noch ganz nass. Komm mal her. Ich habe mich so beeilt, nach Hause zu kommen, um dir eine Neuigkeit zu erzählen. Eine gute Nachricht. Oh ja, wie lautet die gute Nachricht? Daddy entlässt mich aus dem Casino. Ich frage Mr. Jenkins, ob ich bei der Veröffentlichung deines Buches helfen kann. Halbtags, ganztags, egal. Ab sofort kein Ärger mehr mit deinem Bruder. Warte eine Sekunde, Kelly. Wegen des Buches. Ich glaube, es ist dir noch nicht ganz klar, dass... Komm zu mir, Nick. Kelly. Sophia, was ist los? Was ist denn? Sie ist verunglückt. Ich weiß nur, dass sie schwer verletzt ist. Nein. Sie sind mit ihr gerade auf dem Weg ins Krankenhaus. Haben Sie denn irgendwas gesagt? Nein, sie ist noch im Krankenwagen. Wir wissen nichts Genaues. Es hat eine Explosion gegeben. Ich muss sofort hin. Die Fähre war gerade angekommen. Warten Sie! Warten Sie einen Moment! Oh, sie ist schon weg. Nein, das darf nicht wahr sein. Ich muss zu Ihnen, Amy. Okay, vielleicht ist da ein Boot der Küstenwache. Wir finden Amy. Schon eine Möglichkeit. Amy, wir haben ja einen Hubschrauber. Der Pilot wartet. Danke, Bree. Vielen Dank. Mason, es gab einen Unfall. Was? Ja, Eden, Sophia hat einen Anruf bekommen. Es ist in der Hütte passiert. Draußen wartet ein Hubschrauber. Willst du mitkommen? Wie geht's dir? Ich weiß nicht. Es gab eine Explosion. Ich glaube, es sind noch andere verletzt worden. Oh Gott, Mary. Mary, Mary. Dr. Lewis. Was ist passiert? Abgesehen von anderen Verletzungen hat er mehrere Metallsplitter in seiner Brust. Gut, wir werden ihn jetzt in den Operationssaal bringen und Sie möchte ich mir auch ansehen. Mary? Ja, gut. Mary, was ist mit Eden? Eden kommt in einem anderen Krankenwagen. Sie ist verletzt, aber sie wird durchkommen. Gott sei Dank. Cruz? Cruz ist bei ihr. Was zum Teufel wollten die beiden in der Hütte? Ich weiß es nicht, aber ohne Cruz wäre Eden jetzt nicht mehr am Leben. Miss Duval, man wartet auf Sie. Ist gut. Sie haben dir gesagt, dass Eden und Cruz dort gewesen sind. Du hast es mir also verschwiegen. Kirk, nicht aufregen. Ich wollte nicht, dass du vorschnelle Schlüsse ziehst, bevor wir mehr wissen. Sieh, ich darf doch wohl erfahren, wenn meine eigene Frau verletzt ist. Ist Mary in Ordnung? Mary geht es soweit gut. Wo ist Eden? Eden ist noch nicht hier. Und wo ist Mary? Sie ist da drin. Der Doktor wird jeden Moment hier sein. Danke. Gott sei Dank. Ich hatte noch nie solche Angst. Oh, Mist. Geht
Geht's dir gut? Mir geht's gut, aber Mark, er ist so schwach, er hat so viel Blut verloren. Eden, mein Lieber. Eddie. Wir sind alle bei dir. Eden, Liebling, was ist passiert? Jetzt keine Fragen, Kirk. Wir wollen nur wissen, ob es ihr gut geht. Bitte, meine Herrschaften, lassen Sie die Männer durch. Oh, ein Glück. Dir geht es gut, Cruz, ja? Ja, danke, Ted. Es geht. Oh, gut, ich versuche ein Telefon zu finden. Ich muss Kelly anrufen, entschuldigt mich. Castillo, würden Sie mir vielleicht verraten, Cruz, was Sie... ich verlange sofort eine Erklärung. Es war der Propangastank. Wir wissen nicht wieso, aber er ist explodiert. Ja, das weiß ich schon. Das ist mir egal. Ich möchte wissen, was haben Sie und meine Tochter in der Hütte gemacht? Wo ist sie? Geht es ihr gut? Ja, sie ist gerade beim Arzt. Mary hat gesagt, dass sie wieder gesund wird. Du solltest es mir sagen. Was sagen? Was dich so bedrückt. Ja, ich hätte es dir gleich sagen sollen. Jenkins will die Veröffentlichung des Buches leider nicht weiter vorantreiben. Und Willis weigert sich sogar, das Neue auch nur anzusehen. Was? Das sind ein paar Idioten. Oh, Nick, ich kenne das Gefühl. Aber ich weiß, dass du einen anderen Verleger findest. Deine Arbeit ist sehr gut. Tja, manchmal reicht gute Arbeit nur nicht aus. Machst du dir Sorgen wegen des Geldes? Hast du deshalb das Studio angerufen? Meine Werbeaufträge werden immer seltener und weniger. Na und warte doch einfach, bis der richtige Auftrag kommt. Falls du dir wegen der Miete Sorgen machst, mein Gehalt reicht Nein, doch dafür aus. Nein, du wirst nichts dergleichen tun. Es ist mein Apartment. Und ich allein bin für die Miete verantwortlich, ja? Ich wohne doch schließlich auch hier. Es ist kein Problem für mich, etwas dazu beizutragen. Das würdest du auch tun für mich. Das hast du gemacht, seit ich eingezogen nein, bin. Nein. Komm schon, das ist... Das ist nicht dasselbe. Wieso? Wieso ist das was anderes? Ich bin schließlich deine Partnerin, das musst du akzeptieren. Wir wollten alles teilen und das tun wir jetzt auch. Was ich mit dir teilen möchte, ist mein Leben und nicht meine Rechnung. Und ich möchte, dass keiner, nicht du oder sonst jemand, für mich aufkommt. Warum bist du so dickköpfig? Weil ich an mich glaube und weil ich glaube, dass ich für uns zwei sorgen kann. Und ich glaube an uns. Daran, dass wir das durchstehen. Nur, ich muss es auf meine Art schaffen. Sieh doch, ich weiß, dass du an mich glaubst und auch an meine Arbeit. Aber ich muss es auf meine Art schaffen. Kein Wort mehr davon, dass du meine Rechnung bezahlst. Schluss. Nick. Alles klar, Kelly? Alles klar, Kelly? Ich hab schon verstanden. Na, großartig. Kelly, ich versuche seit einer Stunde, dich zu erreichen. Was ist los? Ich habe ein paar ziemlich schlechte Neuigkeiten. Der Arzt hat gesagt, du seist so gut wie gesund. Was glaubst du, wie erleichtert wir sind? Danke, Mason. Lassen wir die beiden doch allein. Ja, ich warte draußen. Schön gesund werden. Ich verstehe immer noch nicht, was ihr da oben in der Hütte gemacht habt. Mama, es war ein Irrtum, sonst nichts. Ein Freund von Cruz hat uns dorthin bestellt. Er sagt, es wäre dringend. Es ist nichts passiert. Wir haben beide erkannt, dass wir so etwas nie tun könnten. Du erinnerst mich so sehr an mich, als ich in deinem Alter gewesen bin. Ich werde dich allein lassen, Kleines. Ich habe dem Arzt versprochen, dass ich nicht allzu lange bleibe. Ich liebe dich, Mom. Und ich liebe dich, Eden. Dr. Bellows, bitte in den OP. Dr. Und wie geht es ihr? Es geht ihr gut. Der Arzt sagt, sie wird wieder gesund. Oh, das ist eine gute Neuigkeit. Vielen Dank, dass du mich hergebracht hast. War doch selbstverständlich. Ich möchte dir etwas sagen. Ja? Nichts auf der Welt ist mir so wichtig wie meine Kinder. Ob es dir gefällt oder nicht, du gehörst auch dazu. Seit wir nicht mehr zusammen sind, untersuchst du die Leute wohl nicht mehr im Kittel, oder? Komm, lass die Scherze. Ich muss herausfinden, wie schwer Mark verletzt ist. Er ist bestimmt in besten Händen. Ich hoffe, du glaubst mir, dass ich mir genau wie du wünsche, dass er wieder gesund wird.
Danke, Mason. Ich glaube, ich kenne dich inzwischen ganz gut. Ich weiß, wie schwer es für dich ist, deinem Mann zu vertrauen. Mason, ich möchte nicht darüber Und ich sprechen. Fühle mich dafür mitverantwortlich. Ich glaube, ich habe alles nur noch schlimmer gemacht. Und wenn du gelernt hast, Mark zu vertrauen und ihm nahe bist, dann spricht das alles nur für ihn. Mason, du klingst mir allzu verdächtig nach einem netten Menschen. Ich muss was falsch machen. Mark ist einer meiner ältesten Freunde. Er ist sehr nett. Er ist sehr verlässlich. Und er ist großzügig. Ich bringe ihm Dr. McCormicks persönliche Sachen. Oh, nein, 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 nein. Sein Zustand ist jetzt so stabil, dass wir ihn operieren können. Wie geht es Ihnen? Danke, mir geht es gut. Und ihm? Er hat viel Blut verloren. Kennen Sie einen Verwandten in der Nähe, der für uns die Operationserlaubnis unterschreiben könnte? Nein, er hat hier keine Verwandten. Ist der Ring von Mark? Ja. Doktor, ich glaube, ich stehe ihm genauso nah wie eine Verwandte. Kann ich nicht auch unterzeichnen? Ich bin seine Verlobte. Ja, genau so war's. Eden hat die gleiche falsche Nachricht bekommen wie ich heute Morgen. Von wem? Von einem sogenannten Freund. Was Sie beide wissen sollten ist, und das müssen Sie mir wirklich glauben, dass es nur ein schlechter Scherz gewesen ist, der die ganze Aufregung nicht wert war. Das wollen Sie mir erzählen? Kirk, ich kenne Cruz. Wenn er was sagt, dann kann man sich hundertprozentig darauf verlassen. Aber eines möchte ich wissen. Nachricht oder nicht, wieso sind Sie gefahren? Wieso hielten Sie das für nötig? Mr. C, ich habe vermutet, dass Eden in Schwierigkeiten steckt. Sie sollten sich da nicht einmischen. Die Zeiten, wo Eden Sie um Ihre Hilfe gebeten hat, sind endgültig vorbei, Castillo. Wann kapieren Sie das endlich? Ich frage Sie, wann sind Sie mit ihr in der Hütte gewesen? Ich glaube, ungefähr gegen 1.30 Uhr. Und wann kam Eden dazu? Ein paar Minuten danach. Jetzt ist es 9.30 Uhr, Cruz. Ja, ich finde ganz schön viel Zeit, bis zwei Leute endlich herausfinden, dass jemand versucht hat, Ihnen eine Falle zu stellen. Finden Sie nicht? Es tut mir leid, Sie enttäuschen zu müssen, Kirk, aber so war es nun mal. Sie müssen etwas falsch machen, Mann, wenn Sie Ihrer Frau nicht vertrauen können, wenn sie weg ist, für nur einen Tag. Wir waren nicht mal allein, denn Mark und Mary sind auch da gewesen. Sie sind ein Lügner, Mann. Sie wissen genau, was Sie mit meiner Frau gemacht haben. Kirk! Sie lieben sie noch immer. Sie sind ein Lügner. Ich bring dich um, du verdammtes Schwein! Ich weiß, was hier los ist. Liebes, wir müssen aufhören, uns etwas vorzumachen. Ich weiß, dass du darauf gefahren bist und ich weiß, dass du Cruz immer noch liebst. Nein, Kirk, so ist es doch gar nicht. Hör auf damit! Hör endlich auf, Eden. Ich will nur, dass du es sagst. Sag mir die Wahrheit. Ich will die Wahrheit hören aus deinem eigenen Mund. Und zwar sofort. Sag es mir ins Gesicht, dass du mich nie geliebt hast. Du hast immer nur ihn geliebt. Und so wird es bleiben. Nicht? Sag es mir. Du brauchst nur die Wahrheit zu sagen.